Kann es wirklich sein, dass wir im Jahr 2021 immer noch ABC per Post, per Brief oder noch viel schlimmer per Fax machen? Also eine Blockchain reduziert Komplexität, schafft Standards, schafft Schnelligkeit. Willkommen zum Scalable Capital Podcast. Wenn von der Blockchain die Rede ist, dann denken die meisten wahrscheinlich zuerst an den Bitcoin, aber nicht nur die Kryptowährung basiert auf der Blockchain. Die Technologie kann die Grundlage für ganz unterschiedliche Anwendungen sein, vom Hausverkauf bis zum Überwachen von Lieferketten im Handel. Und die Erwartungen, die man mit der Blockchain in Verbindung bringt, die sind zum Teil riesig. Sind sie realistisch oder zum Teil auch übertrieben? Das will ich heute von einer Blockchain-Expertin wissen, und zwar von Katharina Gera. Willkommen, Katharina. Herzlich willkommen, Nico. Freut mich, dass ich hier bin. Katharina, du bist ja eine sehr gefragte Fachfrau zum Thema Blockchain. Wenn der Finanzausschuss im Bundestag was zu dem Thema wissen möchte, dann sprichst du dort. Und vor allem aber bist du Mitgründerin und Managing Director von Immutable Insight seit 2019, ein Blockchain-Startup. Und ihr setzt zum einen einen Blockchain-Fonds auf und zum anderen arbeitet ihr mit Firmen an konkreten Blockchain-Anwendungen. Woher kommt denn dein persönliches Interesse an der Technologie, an dem Prinzip Blockchain? Also für mich ist es eigentlich so ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln. Ich habe mal in London meinen Master in International Political Economy gemacht und da hatte ich vor allem viel Währungstheorie-Themen. Und damals war das Paradigma immer noch ganz klar, nur der Staat hat die Ressourcen, Währung überhaupt zu organisieren, und ansonsten sind wir eben alle davon abhängig, dass es diesen zentralen Spieler gibt. Und mit der Blockchain und mit der Dezentralität und mit der technologischen Verbreiterung auch von Datenverfügbarkeit über das Internet ist dieses Paradigma nicht mehr länger gültig. Und das war etwas, was mich komplett fasziniert hat, auch vor allem eben ja von der Seite her, welche Systeme damit möglich sind. Und deswegen sage ich auch gerne, das ist so ein bisschen, der Luther hat das erste Mal die Bibel vom Lateinischen ins Deutsche übersetzt. Auf einmal verstehen die Leute, was möglich ist, und können das System hinterfragen. Und so ein bisschen ist es bei Währungen auch. Das heißt, dein Interesse an der Technologie kommt auch klar von der Währung. Wann hast du erkannt, dass das Prinzip universeller ist oder darüber hinausgeht? Das ging dann relativ schnell, weil ich auch sagen würde, ich sag mal, der augenöffnende Moment war die Währung. Aber das Potenzial der Blockchain-Technologie, wenn es selbst schafft, Währungen in Frage zu stellen, dann ist für mich auf der anderen Seite auch klar, dann schafft es auch ganz viel anderes und eben auch ganz viel andere Institutionen, die damit in Frage gestellt werden. Und ich glaube, insofern fängt es nicht mit den Währungen an, sondern es kann so viel mehr uns selbst Währungen, also eins der großen Gewaltmonopole des Staates. Insofern sage ich aber auch ich fange erst an, das Blockchain-Potenzial wirklich zu verstehen. Ich glaube, man tut gut daran, da nicht zu schnell zu einem Punkt zu kommen, zu glauben, da kann man einen Haken dran machen, weil das Potenzial ist tatsächlich einfach enorm. Um nochmal alle Hörer abzuholen, nochmal ganz kurz zum Prinzip. Ne? Die Blockchain wird ja oft bezeichnet als eine Art dezentrales Kassenbuch, und jede Transaktion, also zum Beispiel A überträgt an B Vermögen in Höhe von X, wird da nicht nur an einem Ort abgespeichert, sondern an ganz vielen Knotenpunkten, und durch diese verteilte Struktur sagt man dann, die Transaktionen gelten als besonders sicher. Wenn ich darf, Nico, darf ich da meine Sicht noch mal ein bisschen ergänzen? Das ist alles richtig, was du gesagt hast. Das ist aber so ein bisschen, wie man sagen würde, okay, das Internet hat einen Browser und eine Webpage. Ja? Das sind die formalen Möglichkeiten, die man hat. Aber der Kernunterschied ist doch, was es uns ermöglicht, auf einmal zu tun und welche Interaktionen es beispielsweise erlaubt, die es davor nicht gab. Und wenn wir sagen, okay, das Internet, das alte Internet in Anführungsstrichen, ist das Internet der Information, dann kamen soziale Medien dazu und wir konnten auf einmal nicht nur eine Webpage konsumieren, sondern auch tatsächlich darauf interagieren. Dann hatten wir also das Internet der Interaktion und jetzt haben wir das Internet des Wertes. Der große Unterschied, was es so spannend macht und was die Anwendungsfelder so breit macht, ist, dass wir den digitalen Dateien eine Integrität geben können, eine Eindeutigkeit. Und damit ist eben ein Dokument nicht vielfältig und immer wieder und unkontrollierbar kopierbar, sondern es ist eben klar, so ähnlich wie ein Stück Papier mit einem Siegel, einer Unterschrift, einem Stempel zu einer eindeutigen Urkunde wird. So wird eine beliebige Datei, ein Word-Dokument auf der Blockchain mit einem Hash versehen zu einer Eindeutigkeit. Und das
übergibt erst sozusagen das Potenzial, überhaupt wertsicher darzustellen. Die Dezentralität und andere Aspekte der Blockchain kommen da noch dazu, aber das Internet des Wertes, dass man eben nicht mehr darauf hoffen muss, dass es irgendeine Bank gibt, die sagt, du hast so und so viel Geld, dass es nicht mehr irgendeine andere Institution gibt, die sagt, du und du bist der Nico und ich bin die Katharina. Das ist aus meiner Sicht das Entscheidende, weil es eben Prozesse aufbricht, Dogmen aufbricht und wir so eben nochmal mit einem weißen Blatt Papier ganz neu denken können. Mhm. Okay, also es stellt Prozesse in Frage und stellt auch bestimmte Akteure. Ne? Du hast jetzt beispielhaft die Bank, die belegen kann, wie viel Vermögen ich habe oder Schulden, je nachdem, in Frage. Um das mal ganz konkret anfassbar zu machen, was ist jetzt so eine ganz typische Anwendung, an der ihr auch gerade mit Unternehmen arbeitet? Also bei den ganz konkreten Sachen mit den Unternehmen, das ist meistens ja dann etwas, was wir für diese Unternehmen auch unter entsprechenden Geheimhaltungspflichten machen. Aber um das mal ganz konkret zu machen, ja, zum Beispiel beim Thema Geldwäsche, da kann man nämlich das relativ schön auch aufarbeiten. Ganz entgegen dem, was die Leute glauben, dass die Bitcoin besonders gut geeignet ist für Geldwäsche, würde ich sagen, zum Beispiel gerade auch die Nachfolge-Blockchain schon, Ethereum, ist wie andere Blockchains im Allgemeinen aus meiner Sicht, wenn sie jetzt nicht anonym sind, besonders schlecht für Geldwäsche geeignet. Warum? Anders als in dem Bankensystem, wo niemand wirklich die Transparenz darüber hat, was tatsächlich alles gerade an Transaktionen möglich ist und was die Historie von einzelnen Akteuren, die ein Konto besitzen, im Blockchain-Deutsch nennt man das ein Wallet, gibt es hier eben die volle Transparenz in Echtzeit. Ja, das heißt, am Ende des Tages kann ich auf einer pseudonymen Ebene, also ich weiß jetzt nicht, das ist der Nico und ich weiß jetzt nicht, das ist die Katharina, aber ich weiß, es gibt hier jemand, der macht diese und diese Aktion und er macht diese und diese Aktion auch nicht. So, ja. Das heißt, ich habe ein 360-Grad-Bild davon. Und wenn ich jetzt versuchen möchte, irgendetwas zu verschleiern, dann gibt es ein Maß an Transparenz, das mir Verschleierung an sich wirklich, wirklich schwer macht. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, wo entstehen überhaupt auch Probleme? Ne? Also in einer Transaktion beispielsweise, jemand zahlt nicht, jemand sagt, da ist jemand anderes, eine Qualität wird nicht geliefert, irgendwas anderes ist versprochen. Es gab Missverständnisse in dem, was eigentlich das konkrete To-Do ist. Hilft die Blockchain-Technologie einfach eine Eindeutigkeit zu sagen? Das heißt, wenn du und ich jetzt einen Vertrag schließen und wir speichern zum Beispiel mal in dem einfachsten Case dieses PDF auch auf der Blockchain und bestätigen das beide, dann ist nicht, hast du nicht eine Version und ich habe eine andere Version und wir streiten uns hinterher vor Gericht, dass wir zwar unterschiedliche Versionen hatten, sondern es gibt eine Eindeutigkeit. Und es gibt eine simultane Eindeutigkeit. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, in diesem Moment, jetzt, wir beide gleichzeitig, also direkt or no deal, könnte man ein bisschen sagen. Das heißt, auch das ganze Thema Zahlungsausfall und andere Sachen, die gibt es nicht mehr, weil die strukturell als Problem gelöst werden. Und ja, insofern gibt es auch andere Nationen, die dem Thema schon sehr offen sind und es auch schon wirklich als Infrastruktur der Zukunft sehen. China, das ist nicht ganz ohne Probleme, das können wir vielleicht später mal besprechen, aber insgesamt ist es eben so, dass die Blockchain als Technologie eigentlich, wenn man so will, das sicherere neue Internet ist. Okay. Wenn du sagst, du kannst jetzt wegen Geheimhaltungspflichten und so weiter nicht von ganz konkreten Anwendungen sprechen, die ihr mit Kunden oder für Kunden entwickelt. Ihr habt euch ja auf Mittelständler oder Familienunternehmen fokussiert. Gibt es da so ein besonders greifbares Beispiel, wo diese Prinzipien, die du gerade beschrieben hast und diese Probleme, also wo es besonders augenfällig ist, dass man das durch Blockchain-Prozesse sehr gut lösen kann? Also es gibt drei große Anwendungsfelder, die ich sofort nennen kann. Das Thema Lieferketten, ja, also jetzt auch gerade mit dem Lieferkettengesetz. Woher kommt was? Von wem ist das? Wann habe ich das bekommen? In welcher Qualität habe ich das bekommen? Riesenthema. Ja? Und das kannst du mit Papier alles gar nicht mehr erschlagen. Das zweite ganz große Thema ist das ganze Thema Zahlungen. Also es gibt eben Anbieter, die sozusagen einen programmierbaren Euro auch haben. Das heißt, irgendeine Bank hält die Euros, aber die Zahlung an sich wird auf der Blockchain gebucht und jetzt nicht zum Beispiel direkt auf einem Konto. Und dadurch, dass die Bank eben nur zu bestimmten Öffnungszeiten offen ist und nur zu bestimmten Öffnungszeiten Zahlungsdurchläufe macht, ist es manchmal hinderlich, weil du eben nicht in Echtzeit kleinere Transaktionen auch da bilden kannst. Und auf der Blockchain kannst du das. Du kannst in kleinen Beträgen Mini-Zahlungen machen oder kannst du ganz neue Geschäftsmodelle machen, wie zum Beispiel, du möchtest jetzt einen gewissen Gegenstand mieten und du möchtest das für eine gewisse Nutzung tun und du möchtest nicht irgendwie groß noch
keine Ahnung, Kreditkarte hinterlegen und den ganzen Prozess drumherum machen, sondern solche Programme kann man tatsächlich dann auch automatisieren und damit eben auch viel, viel kostengünstiger und schneller und sauberer abbilden. Und das Dritte, was einem immer auch sofort einfällt, ist alles rund um, ich sag mal, internationales Liquiditätsmanagement. Also wenn du ein Mittelständler bist und du versuchst in unterschiedlichsten Währungen, in zu unterschiedlichsten Zeitpunkten global Rechnungen zu bezahlen, Gehälter zu bezahlen oder auch Einkünfte zu generieren, dann hast du heute schlichtweg viel Zeit, die dir im Liquiditätsmanagement flöten geht. Außer du bist ein ganz großer und hast irgendwelche speziellen Services bei Banken, aber in der Regel hast du hier einen Zeitverlust und du musst Kapital vorhalten, musst Liquidität vorhalten. Und eine Blockchain schläft halt nicht und eine Blockchain hat keine Öffnungszeiten und du kannst 365 Tage am Jahr, 24 Stunden am Tag so disponieren und Geld hin und her transferieren zu auch geringeren Kosten, dass du einfach hier in der Regel Kosten und auch einen Zeitvorteil hast. Es hört sich jetzt in der Tat, so wie du es beschreibst, ne, relativ universell und universell anwendbar an. Wie konkret oder wie umspannend ist denn die Anwendung dessen, was du beschrieben hast, schon? Ich habe eine Zahl gefunden, glaube bei euch auf der Website, dass ja schon die große Mehrheit der Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain jetzt tatsächlich eben nicht nur Kryptowährungstransaktionen sind, sondern Transaktionen anderer Art. Jetzt würde ich gleichzeitig unterstellen, jeder von uns hatte jetzt noch nie im Alltag so direkt Berührung damit, wo er gesagt hat, ah ja, jetzt habe ich gerade an der Blockchain-Transaktion teilgenommen oder sehr viele von uns. Da wird es auch ganz lange eine Wahrnehmungsverzerrung geben, weil die Blockchain eine Infrastruktur ist, die mit dem mit der Schnittstelle zum Kunden nicht zwingend in Berührung kommt. Also ich habe jetzt hier noch ein Apple-Smartphone, aber die neueren Generationen, zum Beispiel von den Huaweis oder den Xiaomi-Smartphones, die ja global auch echt großen Marktanteil haben, die haben heute auch schon ein eigenes Blockchain-Wallet auf dem Telefon. Und wenn du dann über WeChat oder andere Mobile-First-Anwendungen, vor allem im asiatischen Bereich, gehen würdest, dann könnte es sein, dass du das heute auch schon benutzt hast, ohne dass das der Fall ist. Dann höre ich ganz viele, ja, aber es ist ja nur in Asien. Naja, wenn du hier in München zum Beispiel in der Maximilianstraße, in Berlin am Kudamm oder in Düsseldorf auf der Kö oder in Frankfurt in der Goethestraße unterwegs bist, gibt es ganz viele kleine Aufkleber unten, wo es heißt, hier kann man auch mit WeChat bezahlen. Und so wird auch auf deutschem Boden heute schon mit der Blockchain und Blockchain-basierten Anwendungen hantiert, auch wenn wir das gar nicht so wahrnehmen würden. Das heißt, ich warne davor, dass man bewusst darauf wartet, wann kommt sie denn, die Blockchain? Die Blockchain ist da. Es gibt auch den digitalen Yuan schon, also ein staatlich emittiertes Zahlungsmittel. Und auch das wird heute schon genutzt. Wir haben in Summe, jetzt wo wir heute aufzeichnen, über 1,7 Milliarden Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain alleine und haben rund 175 Millionen aktive Konten dort. Das heißt, diese Frage des Obs ist wirklich verzerrt, weil das eigentlich nur noch eine ist, die wirklich auch in Europa so sehr gestellt wird, in Afrika auch, weil dort auch die Smartphones verbreiteter sind, in Asien vor allem, aber teilweise eben auch in Amerika ist das eben ja nicht mehr das, worauf die Leute warten, sondern etwas, von dem sie verstehen, dass es auch im Grunde egal ist, die Schnittstelle, wie gesagt, zu dem, was man auf seinem Handy oder auf seinem Desktop-Browser sieht, wird nicht unbedingt anders sein. Vielleicht kaufe ich auf den falschen Straßen ein, dass mir das noch nie begegnet ist. Jetzt ist ja so ein ganz häufig zitiertes Beispiel die Immobilien, der Immobilienverkauf. Ne? So wird dann immer gesagt, ja, die Banken und Grundbuchämter könnten überflüssig werden. Das wäre ja jetzt auch so in Deutschland was man so ganz klar sehen würde. Wo finden denn schon Immobilientransaktionen auf diese Art statt? Ja, da gibt es das leichteste Beispiel ist immer sozusagen in der Schweiz in Zug. Das ist so also ein bisschen immer der Vorreiterkanton, der schon ganz viel versucht hat zu ermöglichen. Ob es bei Immobilien ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Aber zum Beispiel Steuern kann man dort schon so bezahlen. Ich glaube, dass wir hier nochmal den Blick rauszoomen müssen. Einmal um zu fragen, wollen wir jetzt lauter kleine Einzellösungen auf eine Blockchain bringen oder auf die Blockchain bringen? Und das ist an sich ja schon mal auch schwierig zu sagen, welche der Technologien. Es gibt eben nicht die eine Blockchain. Aber dann lass uns einfach nochmal gucken, wie es andere gelöst haben. Ja? Und wir sehen in China mit dem Blockchain-Service-Netzwerk eine staatlich bereitgestellte Infrastruktur,
die tatsächlich auf einem auf Staatsrechnern dann auch läuft, die dir aber eine vertraglich bindende Plattform bietet, um dort zu interagieren und rechtsverbindliche Verträge zu schließen. Heute schon. Und da kannst du Grundgeschäfte wie kaufen und verkaufen, wie leihen und verleihen, wie ich beginne eine Identität als Firma, eine Gründung oder als Mensch eben Geburt oder ich beendige eine Identität und Zahlungen, alles dort schon entsprechend abbilden. Und da hat man sich eben darauf geeinigt, so ähnlich wie man sich hier mal vor 150 Jahren auf das bürgerliche Gesetzbuch geeinigt hat, dass man sagt, okay, wir wollen Transaktionsprozesse kostenmäßig reduzieren. Wir wollen das als Staat billiger und schneller zur Verfügung stellen und wir bieten dir deswegen hier eine rechtsverbindliche Plattform an, auf der du, ohne dass du einen Papiervertrag schreiben oder unterschreiben oder austauschen musst, auf der Blockchain mit bestätigten anderen Identitäten tatsächliche wirtschaftliche Austauschprozesse abbilden kannst, schlichtweg handeln. Ja? Und deswegen, glaube ich, ist schon die große Frage, welchen Blick nehmen wir? Jetzt machen wir jetzt so einen von unten nach oben Blick. Wir machen das Handelsregister und dann machen wir das Grundbuch und dann machen wir einzelne Register. Oder überlegen wir uns tatsächlich, welche Art von wirtschaftlicher Prozesse gibt es und welche Art von Infrastruktur brauchen wir dafür? Und ich glaube, was nochmal ganz wichtig ist, an der Stelle zu sagen, das ist schon auch eine Frage, die ziemlich fundamental wichtig ist, weil die große Frage auch ist, wem gehört die Identität? Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, dass so ähnlich wie das Gmail-Phänomen als Freebie-Modell sozusagen sich in Europa verbreitet hat, wir irgendwann mal merken, ui, das mit dem Blockchain-Service-Netzwerk, das ist aber ganz cool, ganz charmant, ganz schnell, ganz billig und ich kann mir da einfach irgendeine Identität anlegen. Und auf einmal merken wir, dass wir alle praktisch auf den dortigen Rechenzentren liegen. Also ich glaube, die Frage ist schon auch, wie schnell wollen wir uns hier sozusagen positionieren und eigene Identitäten auf der Blockchain schaffen, wo der Bürger die Identität besitzt und nicht der Staat. Mhm. Aber so wie ich dich verstehe, erfordert das, was du beschreibst, dass vom Staat Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, so wie es China macht. China, das auf der anderen Seite jetzt eine Digitalwährung wie Bitcoin in die Schranken weist, ne? Aber das Prinzip Blockchain sich zu eigen macht und für Anwendung zur Verfügung stellt. Genau, und das ist eben die große Frage, welchen Weg wollen wir hier gehen? Und dann gibt es in Deutschland auch immer noch mal die leidige Diskussion um den Datenschutz. Aber das ist ein relativ breites Thema, aber das grundsätzlich, glaube ich, wir uns sozusagen als Gesellschaft in 2021 auch dem müssen wir uns auch stellen. Jetzt als jemand, die ja zu dem Thema regelmäßig auch mit der Politik im Austausch ist, wie siehst du da so die Stimmung hierzulande oder auch die Rahmenbedingungen, die Bereitschaft, diese zu schaffen? Also es gibt da ein paar gute Leuchttürme, auch Abgeordnete, mit denen ich da entsprechend im Austausch bin. War auch jetzt letzte Woche gerade wieder eine Veranstaltung vom Wirtschaftsministerium dazu. Also ich würde nicht sagen, dass es da gar niemand gibt. Ich glaube, es gibt noch zu wenige, die vielleicht das Potenzial auch wirklich verstehen und entsprechend fördern wollen, die vielleicht noch ein bisschen zu sehr auch den kritischen Stimmen im Raum geben und damit die Diskussion rund um das Potenzial ein Stück weit nach hinten drängen. Aber in Summe ist es natürlich so, dass jemand wie ich sich nur wünschen kann, dass es noch mehr Verständnis gibt und dass wir jetzt auch mit dem Koalitionsvertrag eben nochmal verstehen. Wir haben alle nach einem Jahr Corona-Pandemie, glaube ich, genug erlebt, wo der Staat in seiner digitalen Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. Ja? Dass wir zumindest mal anerkennen, dass es hier eine Technologie gibt, die, ohne dass man sie besonders fördern müsste, man ihr zumindest auch gewisse Möglichkeiten einräumen müsste. Also Stichwort elektronisches Wertpapierhandelsgesetz, wozu ich ja auch im Bundestag dann nochmal Stellung genommen habe. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite technologieneutral sein will, dann muss ich auf der anderen Seite gucken, dass es nicht nur das Briefgeheimnis und das Fernmeldegeheimnis auch in einem Artikel im Grundgesetz gibt, sondern dass wir entsprechend hier auch anerkennen, dass die Blockchain eben insgesamt sehr viel sicherer ist als viele andere technische Möglichkeiten, die wir früher hatten. Und insofern klares Petitum, also großes Bravo an die, die es heute schon machen in der Politik und klares Petitum, sich das Ganze einfach nochmal unter den vielen, vielen Möglichkeiten anzuschauen. Und da, glaube ich, können wir noch ein ganzes Stück Weg gehen. Muss man da auch gedanklich und in der Diskussion vielleicht stärker auch zwischen dem Blockchain im weiteren Sinne und speziell jetzt dem Fokus auf Kryptos, der ja in der öffentlichen Diskussion sehr stark da ist, trennen?
Ja, ganz sicher. Also ich sage gerne, die Kryptowährungen sind sind so ein paar Krümel und die große Torte ist das Potenzial der Blockchain. Und am Ende des Tages haben wir hier natürlich gerade auch ein bisschen durch die Medien getrieben und dann den Bitcoin-Preis getrieben und den Ether-Preis getrieben, hier so eine Wahrnehmung auf ja, den kurzfristigen Anstieg, den man auch in seinen Portfolien vielleicht über Kryptowährungen haben kann. Und das ist sicherlich schon eine interessante Asset-Klasse, sonst würde ich ja den Beruf, den ich heute habe, nicht machen. Aber nochmal, wir reden über das neue Internet. Und wir reden über etwas, das große Missstände, die wir heute im Internet, wie wir es tagtäglich nutzen, haben. Und in Zeiten von Cybersecurity, in Zeiten von auch Identitäts Klau und Phishing und ähnlichen Sachen, können wir nicht so tun, als würden wir dieses Potenzial gemeinsam auch mit AI, gemeinsam mit 5G und anderen Zukunftsthemen vernachlässigen. Da hat halt jemand jetzt den Motor erfunden und wir sagen immer noch, Pferde sind auch schön. Ich sage auch nicht, dass Pferde hässlich sind, aber der eine hat halt einen Motor und der andere füttert halt ein Pferd. Und jetzt gibt es so ein paar, die sagen, oh, dann lass uns doch das Pferd der alten Welt auf eine motorisierte Unterlage stellen. Es bleibt halt immer noch ein Pferd. Also insofern, ich glaube, die ganze Frage nach der Technologieoffenheit und dass wir einfach nochmal anerkennen, dass wir hier vor einem für unsere Generation entscheidenden Produktivitätszuwachs nochmal stehen können und wir eben auch hinsichtlich des demografischen Wandels, hinsichtlich dessen, wie stark sozusagen wir auch vielleicht Freiheit lieben und unabhängig leben wollen, dass wir hier sozusagen entscheidende Grundlagen stellen dafür, dass wir unter anderem beispielsweise auch Nachhaltigkeit wirklich besser tracken können und transparent machen können. Und insofern, ich sehe riesiges Potenzial, ich kämpfe dafür und ich bin leidenschaftlich, was das angeht, weil ich selber so fasziniert bin von den Technologien und der Möglichkeit, die sie bietet und hier sich einfach der Debatte sofort zu verschließen und das in irgendeine Ecke zu stellen, das halte ich halt so schlecht, wie zu sagen, ja, es gibt keinen Markt für PCs oder zu sagen, niemand braucht das Telefon. Ja? Hat sich halt in der Regel rausgestellt, Leute telefonieren halt doch ganz gerne und PCs sind auch gar nicht so doof. Okay. Potenzial hast du angesprochen. Jetzt gibt es ja dann immer wieder Studien, die das versuchen einzuordnen, in die Zukunft fortzuschreiben. PwC sagt, bis 2030 könnte die Blockchain allein Deutschland ein BIP-Wachstum zusätzlich von 2,4% geben. Bei sowas immer die Frage jetzt aus deiner Sicht, Praktikerin, begeistert von der Technologie, gleichzeitig ist mal die ganz nüchterne Einordnung. Gibt es auch jetzt Erwartungen, wo man sagen müsste, die sind vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben und es gibt Einsatzbereiche, da eignet sich das Prinzip Blockchain nicht so? Also ich glaube, anders als vielleicht viele in der Szene, bin ich zwar begeistert, aber trotzdem reflektiert. Natürlich haben wir Themen, die wir adressieren müssen. Ich glaube aber, dass die vor allem in dem ganzen Bereich, Befähigung liegen. Ja, es ist eben nicht nur Begeisterung, ich muss es nicht nur toll finden, sondern ich muss auch einen Zugang dazu finden. Und ich glaube, an der Stelle geht es eher um das Thema Bildung und um das Thema Zugang und dass dieses System, das so viele Chancen bietet, es eben auch vielen bietet und nicht nur Einzelnen. Es gibt ein Problem in Anführungsstrichen bei der Blockchain, wenn man sich anguckt, wie transparent möchte ich sein? Ja, da gibt es Technologien oder Ansätze in der Blockchain, die da sehr positiv sind. Da gibt es so Stichworte wie Zero Knowledge Proof, das heißt, ich kontrolliere, wem ich welche Daten gebe und kann mich trotzdem ausweisen. Das ist also viel sicherer, als wenn ich irgendwo einen Zettel ausfülle, meinen Namen, meine Anschrift, mein Geburtsdatum und so weiter. Ja? Und auf der anderen Seite muss ich natürlich auch schauen, dass wir verstehen, dass dieses Potenzial auch disruptiv sein kann. Ja? Wenn wir gewisse traditionelle Paradigmen, wie ich eingangs gesagt habe, in Frage stellen, dann hat in der Regel der Blick in die Geschichte gezeigt, dass das nicht total einfache, reibungslose Transitionsprozesse nach sich gezogen hat. Und wenn wir darüber nachdenken, dass wir in einer sich immer stärker medial und datenmäßig vernetzten Welt, wir auf genau solche dezentrale Strukturen setzen, dann verliert irgendjemand, wenn viele gewinnen. Und in der Regel sind die, die verlieren, nicht diejenigen, die am meisten Hurra schreien, wenn es dann auch kommt.
Also das könnten im ganz konkreten Fall dann, wenn wir jetzt wieder hierzulande schauen, natürlich auch die Institutionen sein, die dann vielleicht durch Smart Contracts nicht mehr an den Schaltstellen sitzen, die sie traditionell besetzt haben. Klar, eines der großen Themen, das glaube ich für jeden auch verständlich ist, auch im Wahljahr, ist das ganze Thema Blockchain und Wahlen. Ja? Ich glaube, man muss erstmal feststellen, dass wir eine große Anzahl Nichtwähler haben und eine wachsende Anzahl Nichtwähler und man sich fragen kann, ob das in der Demokratie so gewünscht ist. Und da kann man sich fragen, woran das liegt. Und es ist sicherlich nicht nur die Papierbarriere, aber es hilft sicherlich auch nicht, dass das Wahlen eben, sag ich mal, einer gewissen Komplexität geschuldet und einem gewissen Aufwand geschuldet ist. Und die große Frage, wie kann ich eigentlich diesen ganzen Prozess so gestalten, dass ich mehr Leute auch wieder dazu motivieren kann zu wählen, dass es eine Eindeutigkeit gibt, eine Transparenz gibt und trotzdem sozusagen die Integrität von Wahlen, also im Sinne von geheim und nicht erzwingbar und nicht überprüfbar und so weiter, wie man das trotzdem machen kann. Da hat jetzt gerade Vitalik Buterin, habe ich gerade heute Morgen gelesen, fand ich ganz spannend, nochmal einen Artikel dazu geschrieben, wie man das eben mit Blockchains, nicht nur Blockchains, aber einer Kombination von den etablierten Wahlsystemen und Blockchains eben sehr gut machen könnte. Ja? Und gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, dann lass es uns was Unverfänglicheres nehmen und sagt Kfz-Anmeldung oder Homeschooling-Daten oder ich muss meinen Reisepass verlängern oder ich muss mein Tier zur Hundesteuer anmelden oder sonst irgendwas. Ja? Also ich glaube, in unserer täglichen Interaktion mit dem Staat, wie gesagt, gerade auch im Corona-Jahr, haben wir alle genug Möglichkeit, wo wir sagen, kann es wirklich sein, dass wir im Jahr 2020 oder dann im Jahr 2021 immer noch ABC per Post, per Brief oder noch viel schlimmer per Fax machen? Also die leidige Diskussion um, wie erfasst das RKI eigentlich Daten? Warum gibt es da einen Time-Delay? Wieso tippt da irgendjemand was ab? Wieso faxt irgendjemand was durch die Gegend und das im Jahr 2021? So, ich glaube schon, da gibt es ein gewisses, also zumindest bei mir persönlich kann ich nur sagen, da gibt es schon eine gewisse Frustration, die hart an meiner Frustrationstoleranzgrenze kratzt, ja, darüber, wie sieht eigentlich die Leistungsfähigkeit des Staates im Jahr 2020 aus. Und deswegen glaube ich schon, dass wir hier eben zu Diskussionen kommen und ich bin überhaupt nicht rechts und ich bin überhaupt nicht irgendwie libertär. Ich glaube trotzdem, dass wir als Staat oder als Gemeinschaft einmal sagen müssen, was versprechen wir uns von einem Staat, der ja auch von uns will, dass wir brav irgendwie Steuern bezahlen und uns irgendwie verhalten. Wie viel Nichtveränderung darf so ein Staat eigentlich überhaupt noch machen? Sehr viel von der Veränderung würde dann heißen und aus deinem Blickwinkel, dass man sehr vieles über Blockchain abbildet und dadurch leistungsfähiger, schneller, sicherer wird an vielen Stellen. Na, ich meine, wir stehen ja auch international im Wettbewerb. Also als dieses Blockchain-Service-Netzwerk in China eingeführt ist, war das Ziel, das ausgegeben wurde, wir reduzieren die nicht produktiven Transaktionskosten über Steuerberater, Anwälte, Wirtschaftsprüfer und alles Mögliche, Gerichtskosten um 6-8%. Das ist eigentlich eine indirekte Steuererleichterung von 6-8%. Da kann man sich schon fragen, was bedeutet das dann für die Wirtschaftlichkeit und die Wettbewerbsfähigkeit sozusagen von der Wirtschaftsnation China jetzt in dem Fall. Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, weißt du, ich bin eine rechtschaffene Bürgerin, ich bin irgendwie Mutter, ich bin Geschäftsführerin, ich mache eine private Steuererklärung natürlich. Und für alles brauche ich Hilfe, obwohl ich studiert habe, obwohl ich sozusagen Aufsichtsrätin in einer Bank bin, obwohl ich sozusagen in dem Umfeld bin und mir ist es nicht möglich, ohne fremde Hilfe eine richtige Steuererklärung abzugeben oder ein Amtsschreiben richtig zu beantworten oder mich irgendwie als Bürgerin in diesem Land zu bewegen, ohne dass ich praktisch Fachexpertise mir zukaufen muss. Jetzt hat nicht jeder das Geld, sich die Expertise dazu zu kaufen, hat vielleicht auch nicht die Sensibilität dafür und hat sicherlich auch nicht meine Vorbildung. Ist das dann noch gerecht und fair? Was bedeutet das dann eigentlich für unser Zusammenleben? So, und ich finde, also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, no taxation without tokenization. Also wie um alles in der Welt praktisch kann man denn dann sozusagen sich richtig verhalten? Und das finde ich schon schwierig. Und so eine Blockchain reduziert Komplexität, schafft Standards, schafft Schnelligkeit und praktisch dreht ein Stück weit das Leistungsversprechen und die Polschuld und die Bringschuld zwischen Staat und Bürger ab. Also die Tatsache, dass wir versuchen, praktisch uns auf Normen zu einigen, die uns dann schneller, einfacher und am Ende des Tages auch lebenszeitgewinnender
interagieren lässt, ist ja eigentlich die Grundregel von The Rule of Law. Katharina, vielen Dank. Wir könnten, glaube ich, noch das Gespräch 2 Stunden fortsetzen, aber ich denke, du hast uns einen guten Überblick gegeben in die Potenziale, die schlummern, Anwendungen, auch die schon ja, gar nicht so weit weg sind oder schon Realität sind. Und auch den größeren Gedanken, der dahinter stecken kann, wenn man das Prinzip Blockchain konsequent umsetzt. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, Nico. Und unseren Zuhörern auch danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder im Scalable Capital Podcast. Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und/oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten, so dienen diese Informationen ausschließlich der Erläuterung der erbrachten Dienstleistungen. Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Internetseite.